wieder 18 Runden. Die anderen gehen an und wenn die 5 roten Lichter erlöschen, geht's los. Ab geht's, guter Start von Daniel Abt und er geht gleich an Mitch Evans vorbei. Geht in Führung. Vor der ersten Kurve der Nordkurve setzt er sich auf Platz 1. Mitch Evans ein bisschen sehr konservativ. Möglicherweise genau im Augenblick des Umschaltens der Ampel von Rot auf Aus. Hat er in den Rückspiegel geguckt. Also er hat ein bisschen gezögert. Zu beobachten sein wird von der Rennleitung natürlich auch genau, ob der ein oder andere Fahrer vielleicht etwas zu früh gezuckt hat, die Kupplung hat zu früh kommen lassen, dann vielleicht einen Jumpstart, einen Frühstart hingelegt hat, aber in den ersten Reihen sah es aus unserer Perspektive eigentlich sehr sauber und regulär aus. Daniel Abt zum ersten Mal lange Parabolika Top Speed, jetzt auch hier und dann anbremsen nach dem schnellsten Streckenteil des Hockenhaubrings in die langsamste Passage in die Haarnadel und da knallt schon! Da knallt schon und zwar im Hinterfeld. 4, 5, 6 Autos, einige allerdings sind nur außen rumgefahren, um dem Trümmerregen und den havarierten Fahrzeugen zu entgehen. Da muss Safety Car rausgeschickt werden. Zu viel Trümmerteile da draußen, dazu auch ein Auto, das ziemlich stark beschädigt wurde, weil es abgehoben hat. Vermutlich Verhaken der freistehenden Räder, bei den Formelfahrzeugen immer eine große Gefahr. Also es hatte in der Tat hier in sich die jungen Wilden, so werden sie ja auch von der Fachpresse genannt, haben wir dafür gesorgt. Und wenn wir das richtig sehen, stehen da auch gleich 2 Autos des 3-Wagen-Teams von Status Grand Prix. Sollen wir in der Tat hoffen, dass es in der Tat nur Materialschaden ist und keinem der Fahrer ernsthaft was passiert ist. Es war schon ein sehr spektakulärer Moment. Es ist hier die Haarnadelkurve der beliebteste Überholpunkt. Safety Car, Bernd Meiler, der wird rausfahren, das bedeutet jetzt Überholverbot und damit ist Daniel Abt aktuell nicht Fahrer. Er war auch schon ein paar Meter mitbekommen. Vor Mitch Evans, dem neuesten Länder der Mannschaft und den Sieger von gestern, den zweiten von gestern, Entschuldigung, können wir den zweiten Lotus Mobile, der Teamkollege von Abt, also auf 3. Da sehen wir das Führungsfahrzeug, das ja gestern schon in der GP3 zum Einsatz kam, aber da kann